Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Ja, und ihr könnt mich sehen, was bedeutet, wir sind nicht mehr im Nebel des Grauens. Den haben wir irgendwie überlebt. Jetzt können wir uns hier mal die anderen beiden Wege angucken. Und ich bete inständigst, dass hier nicht wieder so eine Nebelsuppe ist, wo man einfach nicht sieht. Ja, fand ich ziemlich unfair. Keine Ahnung. Aber das Gebiet und ich werden definitiv keine Freunde werden. Aber hier sieht's jetzt doch etwas einladender aus. Vor allem, man sieht etwas. Allen voran sehen wir Loot. Neben einem Baum. Ja, wenn ich jetzt hier absaufe, drehe ich durch. Man sieht natürlich nichts, aber das sieht gut aus. Dann können wir uns ja mal hier den Loot einsacken. Roter Tränen... Was? Roter Tränensteinring? Red Tearstone Ring? Ist das der, der ich glaube, dass es ist? Das wäre natürlich... Was ist er denn? Verbessert Angriff bei niedrigen TP. Jawohl! Jawohl! Das heißt ja, wir haben das erste Stück für die One-Shot-Challenge gefunden. Und da sage ich doch einfach mal, yay! Denn das brauchen wir natürlich, um irgendwann mal Bosse wegbursten zu können. Das ist dann wahrscheinlich der exakte Ring aus dem ersten Teil. Da bin ich ja schon mal der Fan von. Jetzt fehlt, wie gesagt, noch innere Kraft. Und alles ist gut. Wie gesagt, da muss ich auch erstmal rumexperimentieren, wie viel Bonusschaden der macht, ob der nur auf Nahkampfangriffe wirkt, ob der auf Zauber wirkt, auf alles. Und hier haben wir eine Riesentür. Bringt das Symbol des Königs in eurem Besitz? Ja, das haben wir anscheinend noch nicht. Dann können wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Dann ist das hier aber Endgame Area. Wie gesagt, keine Ahnung wann, wie, wo wir das Symbol des Königs denn bekommen. Aber das werden wir noch zusammen rausfinden. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Außer es liegt irgendwo da drüben im Nebel. Dann natürlich nicht. Dann muss ich das Spiel aufgeben und umtauschen. Oh Mann. So. Aber wir haben ja hier noch einen Weg. Dann schlagen wir den doch mal ein und gucken mal, wo der uns hinführt. Ah, da hinten sind schon mal irgendwelche Moped-Männer. Ah, da ist auch noch einer. Ja gut, dann machen wir erstmal hier den lustigen Zombie, der da im Gras rumwühlt. Achso, und da kommt die Horde Triple-Männer. Ja, kommt mal lecker bei mich ran. Dann mache ich euch mal ganz kurz platt. Aua, hau mich nicht. Geht weg. Wisst wie. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Nö, einfach nichts. Gut, dann können wir weiter gucken, ob wir hier irgendwas noch finden. Hier ist irgendwie ein Turm. Der Weg geht hier weiter. Aber da kommt man, glaube ich, auch weiter. Gucken wir doch mal hier rum. Ah, da ist noch ein Moped-Mann. Der schmeißt wieder irgendwelche Bauklötzchen. Ja, gehen wir weg. Ach, da ist noch einer. Also wieder der Giftkeulen-Mann. Na dann. Pieks. Dann ist ja auch Geschichte. So, was machen die denn da? Scheint hier... Ach, da liegt Loot. Ja, und ich glaube, da unten sind wir hergekommen. So, was haben wir hier? Der Ring der Lebenssicherung, große Seele. Ja gut, dann haben wir zwei von diesen lustigen Ringen. Kann ja nicht schaden. Dann müssen wir halt nicht sofort immer reparieren gehen, sondern können tatsächlich mal auch einen kaputt gehen lassen und haben dann immer noch einen als Ersatz. Das ist ja der Rette-mein-Leben-Ring. Gar nicht mal falsch, wenn man davon mehrere hat. Nämlich, wenn man irgendwann vielleicht auch keine Seelen mehr hat, um zu reparieren. Muss man halt zwischendurch farmen gehen. Was ist das denn? Ist ein Monster-Moped. Ach, das ist dasselbe Model wie die Dänenwache, wa? Ja, ich glaube, den machen wir mal auf Range. Uiuiui, alter Schwede. Für seine Große ist er aber doch recht fix unterwegs. Ach, aber der resettet. Ja gut, dann gucken wir doch mal, was hier unsere lustigen Feuerbälle machen. Ja, 183 ist jetzt natürlich der Knaller, aber besser als nix, ne? Dann machen wir ihn halt einmal hier mit Wutschen und Wedeln weg. Einmal mit den lustigen Pyromantie-Dingern. Alter, der ist richtig schnell unterwegs, der Bursche. Aber auch lustig, dass sie hier die Dänenwache nochmal völlig recycelt haben. Hält auch nicht ganz so viel aus wie die Dänenwache, aber ja, ist damit auch Geschichte. Ach, und Robben tut er auch was. Was hat er denn? Glitzerndes Titanit. Oha, oha. Ja, das ist halt für besondere Gegenstände. Keine Ahnung,
Ach, da kommt auch noch einer. Ob ich jetzt sofort mit dem glitzernden Titanit irgendwas aufwerte? Ich glaube, das spare ich bis zum Ende. Um mal zu gucken, wie viel es überhaupt gibt. Degen. Und was ich aufwerten will. Weil das weiß ich ja natürlich noch gar nicht. So, und hier gibt es auch noch was. Drachentöter, Halbmondaxt und goldener Falkenschild. Und da ist auch noch Loot. Oder komme ich nicht hin irgendwie? Ja, gucken wir uns mal den Kram an, was wir hier bekommen haben. Irgendwie so eine komische Axt haben wir bekommen. Wie hieß denn das? Drachentöter, Halbmond, Moped-Axt, Dieder? Nee, Vollmondsichel. Drachentöter, Halbmond-Axt. 133, 105, was? Hä? Macht die jetzt Feuerschaden oder nicht? Irgendwie komme ich mit diesem Kackmenü nicht klar. So, das ist das Schild. Das ist nicht so toll. 80 absorbt nur und auch nicht auf Magie und Feuer bla blub. Naja, also beides nicht so umwerfend, Bombe. So, wo kommen wir denn hier hin? Schrein des Winters. Also auch ein neues Gebiet. Ja, es ist halt hier... Sucht mächtigere Seelen. Ach Gott, oh Gott. Aber das ist hier wirklich wohl das Endgame-Gebiet. Bei dem einen brauchen wir den Königssiegel-Moped-Ring und hier brauchen wir wahrscheinlich die vier Monsterseelen, die die Smaragdbotin erwähnt hat. Also hier kommen wir nicht weiter. Das lässt vermuten, dass das andere dritte Gebiet mit dem Nebel auch eher für höher Level ist. Deswegen porte ich mich einfach mal zurück zum Leuchtfeuer und dann gehen wir in eine andere Richtung weiter, würde ich sagen. Hier sind wir nämlich noch nicht so ganz richtig. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal in dem lustigen brennenden Schloss da weiter um. Das sah ja nicht gänzlich falsch aus und da ist bestimmt oder vielleicht und hoffentlich nicht ganz so Endgame wie jetzt hier in diesem Nebelgebiet. Ja, dann gehen wir doch mal hier zum brennenden Schloss. So, da sind wir auch schon im Eisenschloss. Und dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Die Gegner waren ja doch nicht so kompliziert, zumindest hier die ersten beiden Moped-Männer. Hier wird man wahrscheinlich echt runter können, um da hinten hinzukommen, alter Schwede. Ja, das machen wir alles mal später. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass es hier so einen Walk on the Lava Ring gibt. Das kriege ich noch nicht ganz so gut hin. Im PvP klappt das ganz gut mittlerweile, aber im PvE nicht so. Aua. Naja gut, Schaden machen sie doch schon ein bisschen, aber sind doch echt schnell tot. Ja, ist 3 Hits. Ja, und 700 Seelen. Ja, dafür ist das eigentlich in Ordnung. Ist jetzt nicht superlich... ach, da ist auch eine Tür. Kriegen wir die jetzt auch nicht auf, oder was? Ich mache mich erstmal voll. Da haben wir auch zwei Gänge. Ja, gucken wir doch erstmal hier, ob das ein Hidden Wall ist. Nee, ist es nicht. Ach, da ist zu. Und ach, da, ja, ist auch gut, dass da zu ist. Da geht's nämlich direkt mal in die Lava. Da wollen wir nicht drin baden. So, was haben wir hier? Ach, dasselbe. Ja gut, okay. Das ist dann also nicht der weitere Weg. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, die können wir öffnen. Ja, immerhin. Immerhin. Und da haben wir mehr Feuer. Mehr Feuer und Moped-Männer. Ach, da ist auch noch einer. Und direkt unter dem Feuer liegt irgendwas. Loot oder so. Ach, da oben ist auch Loot. Naja, machen wir erstmal hier den ersten und gucken mal, ob wir uns den Loot da gleich mal einsacken können. So, dann machen wir Captain Mann Nummer 2. Ja, die gehen aber wirklich einfach von der Hand, also... Ja, aber Leute, den Loot hole ich mir nicht. Das wird doch hier bestimmt irgendwo einen Ausschalter für diesen Scheiß geben. Da rippe ich doch sofort. Geh doch nicht freiwillig in so ein Flammenmoped. Dann bin ich am Barbecue. Na, da oben steht auch einer. Nicht, dass der da gleich was runterrollert. Pullen wir den mal eben runter und gucken mal. Ne, aber der rollert nichts runter. Der kommt einfach mit seinem lustigen Katana. So, geh mal weg, du Moped-Mann. So, dann haben wir hier einen schönen Ausblick und da sitzt wer? Wer ist das denn? Sieht aus wie ein NPC.
ist ein NPC. What? Who are you? Who, me? I'm Magarold. Who else? What? Have a look at my wares. Magarold aus Lanafear. Okay, räuchern. Was ist denn räuchern? Das sind hier die Zauber, die ich habe, oder was? Und was kann ich hier jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ich drück da jetzt mal drauf. Ich hab keine Ahnung, was räuchern ist. Mal gucken, was jetzt passiert. Gegenstand zum Räuchern wählen. Einfallspinsel Skeptiker. Das Gewürz erhöht eure Intelligenz nicht, sondern senkt die Anforderung. Ach so, hier kann ich mit den Gewürzen quasi Intelligenz und Wille senken, die Zauber brauchen. Das geht gar nicht so, sondern muss hier bei dem NPC gemacht werden. Ach so. Hebt kritische... Was? Alter, was ist das denn? Neat. Erhöht das Finden von Objekten. Ja, lol. Hier gibt's so eine Narrenkappe, die das auch macht. Verringert Fallschaden. What the fuck? Und die Anzahl der erworbenen Seelen. Boah, das Narrenset ist ja krasser Scheiß. Vor allem diese Reduzierung von kritischen Schaden. Fluchresistenz, ja, ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Feuer, das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch kein Limited Supply, das ist super. Glücksmünzen. Ach so, und diese lustigen PvP-Dinger, die dann sprechen. Ja gut, die kennen wir ja noch aus dem DLC. Ach, und ein Duftzweig. Alter, was ist denn das für ein Monsterhändler? Der ist ja richtig bombastisch. Ach, und Zaubersprüche hat er auch noch. Ja, das wird wahrscheinlich der sein, wo wir am meisten ausgeben. Ich kaufe erstmal hier dieses Ding. Das hätten wir natürlich in dem Nebelwald da gebraucht. Dann kaufen wir die Maske, kaufen hier die Hosen. Und auch noch die Handschuhe. So, machen wir fertig. Dann haben wir hier das komplette Narrenset. Das ist ja echt bombastisch. Wie gesagt, ich möchte mal wissen, ob das im PvP wirkt, ob ich da dann auch immun bin. Is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spiked it from the earth. And the place turned into this. At least, that's what I've been told. Not a bad story, eh? So, what'll it be? Anything for you today? Hey, you know that old fella with the hulking blue sword? He talks really oily of it, but I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drang Lake? Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there, I'd go and I'd claim it for goodies. I'm mainly a treasure hunter, you see. I'm only a merchant on the side. A room bang, looking for a find, following me instincts. I don't care what a thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. Ja, das hatten wir jetzt schon, glaube ich. Ja, sehr gesprächig, der Typ. Wie gesagt, er will irgendwas haben aus diesem komischen Gebiet. Keine Ahnung, müssen wir irgendwann nochmal später zu dem zurück. Wobei, das müssen wir eh. Allein diese Feuerklamotten sind krass. Die PvP-Dinger und überhaupt alles. Und ich plöpp mal gerade Seelen, weil den Duftzweig möchte ich bitte mitnehmen. Davon haben wir ja nur noch einen und den wollen wir ja noch irgendwann ausgeben bei dem Typen da in der verlorenen Feste. Deswegen nehme ich nochmal einen zweiten mit. Wer weiß, wo es hier noch so ein NPC-Moped gibt. So.
Ja, und wie gesagt, ob, so, kaufen wir erstmal hier den einen Duftzweig. Wie gesagt, bin halt gespannt, ob dieser reduzierte, nicht mögliche kritische Schaden im PvP halt funktioniert, von diesem Narrengewand, oder ob das halt nur im PvE geht. Wie gesagt, in diesem super Schatten-Kackwald-Gebiet wäre das Ding natürlich ziemlich immer gewesen. Dann wäre mir das total egal gewesen, wenn die mich backstabben, aber das hätte man mir mal vorher sagen sollen. So, da gibt's Loot. Und hier gibt's nix. Ha! Haha! Ha! Hier gibt's doch was. Lol, hier gibt's versteckte Wände. Ja gut, gucken wir uns aber erstmal hier weiter um. Vielleicht finden wir ja noch so ein Moped. Hm? Was ist das denn? Kein Gift, sondern Wasser. Was ist das denn? Achso, hier sind wir über dem Raum, den wir schon gesehen haben. Okay, was gibt's hier? Pharaos Wahrheitsverwurschtler. Gut, nehmen wir mit. Ja, und hier haben wir anscheinend Wasser drin. Keine Ahnung, ob wir damit halt Feuer löschen können oder so. Oder unsere Feuerresistenz erhöhen vielmehr. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns mal irgendwann angucken. Erstmal ziehe ich jetzt hier aber die anderen Stulpen an. Die geben ja irgendwie mehr Seelen. Kann ja nicht schaden. Dann haben wir halt mehr Finden auf Kopf. Wobei wir könnten auch mal den neuen lustigen Hut hier aufsetzen, den wir gerade gekauft haben. Wenn er gewichtstechnisch hinhaut. Wo haben wir ihn denn? Da. Ja, das passt. 63,7. Ja, das sieht gut aus. Alter! Ja, der Clown Slash ist am Start. Großartig. Alter Falter. Ja gut, aber wenn es halt den Items und den Seelen nützt. Oh, da haben wir eine Balliste. Oder was weiß ich, so ein... Oder? Ist das eine Balliste? Ja, das ist eine Balliste. Aber hier ist auch kein Mob, der mich damit abschießen will. Das ist doch schon mal nicht falsch. Feuerfall, okay. Den können wir ja irgendwann mal gebrauchen. Aber was ist das denn hier? Lol, noch eine Hidden Wall. Noch eine Hidden Wall. Und da steht ein Mob. Mit dem Rücken zu uns. Und hier steht eine Balliste. Jawohl. Snipern. Go, go. Gadgetto Balliste. Piu. Och, der macht aber nicht so viel Schaden. Da waren die in der... Im ersten Gebiet bei dem komischen... Turtle Moped besser. Ach, der kommt gar nicht hier rein. Was ist denn da los? Der dreht sich noch nicht mal um. Wir schießen den in den Rücken und er kommt nicht. Oh Mann, ey. Ja, dann müssen wir wohl hier mal den Raum entern. Wobei, ich pull den mal darüber. Da vorne steht ja noch ein Mob. Nicht, dass ich hier gleich gegen 500 kämpfe. Komm mal hier lecker bei mich ran. Alter, jetzt packt der auch den Bogen aus. Sag mal, hast du gelitten, Bursche? Ja, dann sniper ich dich weg. Du triffst mich nicht. Ich sniper dich weg. Und du triffst mich nicht. So, dann ist ja auch Geschichte. Mit der Balliste war nicht sonderlich effektiv. Das können wir beim nächsten Mal auch direkt mal lassen. Weil für 170 Schaden lohnt sich der ganze Aufwand nicht. So. Was haben wir jetzt hier? Erstmal Loot. Ja, den looten wir mal. Den Loot. Schwarzstahl-Katana? Ich weiß es nicht. Gucken wir uns auch später an. So, hier haben wir aber nichts mehr anscheinend. Und, ach, da ist auch noch ein Mob. Ach, jetzt sind wir wieder direkt am Anfang. Ja, schön, mal wieder ein Stößchen. Hatten wir ja auch schon länger nicht mehr. Haben wir die Mobs nicht gesehen, die mit denen wir kämpfen mussten. Da ging es halt auch schlecht zu backstabben. Oh Mann. Ach du Scheiße, ey. Ey, nicht wirklich, Freunde, oder? Anno Londo 2.0. Ich sehe schon wieder 1000 Tode hier. Oh Gott, ich pull den mal direkt mal hier rüber. Kommt der hier rüber oder stürzt er ab? Ja, keine Ahnung, der ist irgendwo runtergesprungen. Kommst du? Ja, der kommt. Nicht. Anscheinend. Ja dann, komm mal lecker bei mich ran hier, Bull. Alter! Schon wieder Monsterbogenschützen. Unglaublich. Ist wirklich Anno Londo. Was ist denn hier los? Ja, genau. Schon wieder die Monsterbogenschützen, die einen einfach mal wieder von den Streben schießen. Mit ihren monstermäßigen großen Pfeilapparaten. Oh Mann, ey. Unglaublich, dass sie aber auch immer so die Gernpunkte wirklich recyceln.
Oh Mann, ey. Streben, dicke Bogenschützen runterschießen. Na klar, na klar. Gucken wir mal, ob wir dann irgendwie vielleicht hier mal überspringen. Zumindest den Teil mit dem Tod. So, wo ist der Mob denn da oben irgendwo? Aber, alter Schwede, ich habe keine Giftpfeile. Also, das fällt schon mal flach. Naja, und der schießt ja auch so halb durch die Wand. Da kann ich den auch nie im Leben wegsnipern. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen erstmal hier ein Stück weiter die Gegend entern und dann mal gucken, ob wir den von irgendwo wegsnipern können. Weiß ich nicht. Irgendwo... Ach, da oben stehen auch noch Mobs. Ja, das sind auch noch Bogenschützen. Jawohl! Monster-GPS-Pfeile. Unglaublichst. Ja, komm, geh doch mal weg. Aber da ist eine Leiter. Da kommen wir irgendwie hoch. Nee, da kommen wir runter. Da kommen wir gar nicht dran an die Leiter. Warte, wir müssen erstmal nach unten, um dann nach oben zu kommen. Ach, da ist auch noch einer. Ach, das ganze Gebiet ist schon wieder vollgepackt mit diesen Monsterbogen-Heinis. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir gucken mal hier runter, wa? Da können wir jetzt hochklettern wieder. Ja, jetzt loot ich und die schießen mir in den Rücken und ich falle da runter. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. So, schießt jetzt hier irgendwas? Wer knattert wo auf mich? Anscheinend nirgendwo. Bin ja verwundert. So, was haben wir hier? Seele und Reparaturpulver. Ja gut, okay. Nicht sonderlich spektakulär. Ja, dann entern wir doch mal die Leiter hier und gucken mal nach oben, ob wir da den Bogenschützenmann mal aushebeln können. Dass der uns da nicht das ganze Level auf den Sack geht. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja gut, besonders intelligent, wenn man davor steht, ist er nicht. Oder? Packt er jetzt... Oh, ach du Scheiße. Alter! Jetzt packt er hier sein Leuchtekatana aus. Ja, das müssen wir direkt mal mit dem Backstep verbieten, ey. Stirb mal. Ach, das reicht noch nicht mal. Ja, lol. Unglaublich. Captain Leuchtekatana. Ja, gucken wir mal. Keine Mimik. Dann können wir hier mal reinkisten. So, was haben wir hier? Lebensring plus 1 und glitzerndes Titanit. Aha, okay. Jetzt haben wir halt noch einen Ring, der noch mehr Leben erhöht anscheinend. Keine Ahnung. Ja, oder? Anscheinend. Der erhöht die maximale TP dann wahrscheinlich noch mehr. Naja, brauchen wir erstmal nicht. So, wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt müssen wir anscheinend hier runterspringen, oder was? Ja, nee, da gehe ich ja wieder nur ganz nach unten. Dann müssen wir wohl hier runterhüpfen. So, dann haben wir hier noch eine Schräge nach unten. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Da ist schon mal, glaube ich... Ja, da ist ein Mob. Ein Hebel und eine Tür. Ja, erstmal machen wir den lustigen Mob hier. Der droppt auch irgendwas. Rittergarmaschen. Wie gesagt, das schauen wir uns alles später an. Wenn was Gutes dabei ist... Alter Schwede, wo schießt du denn her? Zeige ich das wieder in der nächsten Folge. So, gucken wir erstmal hier rein, was hier drin ist. Alter! Alter, 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 Alter. Alter, da ist eine Barbecue-Selbstverbrennungsanlage. Unglaublich. Ja gut, da gehen wir dann besser nicht rein. Nicht ohne 5000 Feuerresistenz. Nein, nicht gut. Alter Schwede, ey. Lass mich doch den Hebel hebeln. So, jetzt möchte ich... Oder oh, da sniper ich den jetzt weg, ey. Der geht mir auf den Sack, der Suppentrulli. Ja, da trifft er die Wand. Das ist schon mal nicht falsch. Dann kann ich mal vielleicht ein bisschen hier daneben und dann schieß mal. Ja, trifft die Wand. Und ich triff die Wand nicht. Ja, Robin Sless ist wieder am Start. Der König, der Sniper. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Ich habe leider keine Giftpfeile, liebe Freunde. Ich würde ihn auch lieber skillig vergiften, dass der schön runtertickt. Aber wir haben, glaube ich, noch keine Giftpfeile gekauft. Bei Gabelan gab es die, aber die haben wir noch nicht gekauft. Da müssen wir mal dann nochmal in dieses Harvest Moontal, wo immer der rumgegurkt ist. So, aber da ist ja auch Geschichte. Und jetzt können wir wahrscheinlich mal den Hebel hebeln. Außer das ist der Selbstzerstörungshebel. Dann explodiert das Level jetzt. Nö, wir haben die Brücke da kaputt gemacht, jetzt hängt sie schräg. Hä?
Gott, erstmal hier am Feuer vorbei. Nicht, dass mich dann wieder röstet. Knuspriger Slash à la carte. Naja, keine Ahnung. Wir haben die hier jetzt irgendwie runtergelassen, glaube ich. Oder da vorne hochgemacht. Das weiß ich noch nicht. Das checke ich noch nicht. Alter, 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 Alter. Da kickt mich hier der nächste Bogenschützenmob mit Mann, wie ich es schon am Anfang der Folge gesagt habe, hier beinahe von der Schräge, ey. Unglaublich. Ja, die Frage ist, wie komme ich denn da zu dem Kasperle hin? Achso, hier, darunter? Ja, das wird, glaube ich, gehen. Dann können wir den Kasper da mal kaputt machen. Oh Gott, ey, wenn ich hier schon wieder die Loot-Position sehe, da sind doch 1000 Skill-Jumps hier, ey. 1000 Tode in der Lava sind vorprogrammiert. So. Oh, da kann ich irgendwas rotieren. Ja, dann drehen wir doch mal hier dran. Mal gucken, was dann passiert. So, irgendwas höre ich. Irgendwas rumpelt. Ja, und anscheinend ist da drin jetzt das Feuer ausgegangen, wa? Das heißt, wir können da hinten jetzt durch die Türe gehen. Oh Gott, da ist eine Nebelwand. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Alter, jetzt. Captain Skilljump, der hat es geschafft, hier drauf zu springen. Unglaublich. Und jetzt soll ich dich hier auf der Schrägen bekämpfen, ja? Sicher, ganz klar. Ist klar. Ja, komm doch hier hoch, wenn du schon bis hier hinspringst. Alter. Ja, erst ist er sehr intelligent und findet den Weg und dann den Freitod. Naja, soll mir recht sein. Alter Mann. Diese lustigen Bogenschützen machen mich fertig, ey. Und meine Allergie. Ich glaube, nach der Folge muss ich erstmal kurz eine Pause machen und wieder Nasenspray nehmen. So langsam fange ich nämlich wieder an zu naselieren. So, ziehen wir mal den Hebel und gucken, was dann passiert. Jetzt haben wir die Brücke wieder gerade gemacht. Ja, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Das habe ich jetzt hier noch nicht so ganz verstanden. Aber jetzt können wir hier die Tür vielleicht aufmachen, ohne dass uns Feuer ins Gesicht springt. Ja, anscheinend. Ach, da gegenüberliegend ist die Tür, die wir auf der anderen Seite aufgemacht haben. Das heißt, wir können nächstes Mal auch hier durchgehen. Da liegt auch noch Loot. Große Titanitscherbe und was? Versteinerter Drachenknochen. Auch anscheinend ein Upgrade-Material. Ja, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich wieder für so besondere Waffen sein. Gab es ja im ersten Teil auch schon diese Dragonbone-Scales-Dinger-Mopeds. So, wer bist du hier? Captain Leuchtekatana. Ja, droppt nix, kann nix. Steht einfach nur dumm rum. Grüne Blüte und ein Lebensstein. Ja, ist ja alles noch nicht hier so spannend. Wo sind die ganzen tollen Items? Ach, da oben ist auch noch so ein Moped, Mann. Da ist eine Tür und da vorne... Ey, sind das... Nee, das fahren Leute nicht jetzt. Oh Gott. Da guck ich lieber nicht hin. Erstmal gucken wir uns hier weiter um. Wenn ich schon sehe, was da steht, kriege ich Angst. So, was droppt der? Rittergamaschen. So, haben wir hier noch irgendwann eine versteckte Wand oder so? Die Tür geöffnet sich nicht. Naja, dann... Würde ich mal sagen, da gucken wir uns nicht um, das gucken wir uns später an. Gehen wir erstmal hier wieder runter und gucken uns da hinten nochmal den Kram an. Da ist ja noch ein so ein Türmchen, wo der lustige Ritter, der Nerveritter mit dem lustigen Riesenbogen drauf stand. Und da liegt ja auch noch Loot. Oh Gott, und hier liegt auch noch Loot. Ich weiß nicht, ob ich diesen Skilljump hier machen möchte. Ich weiß nicht, das endet doch wieder nicht gut. Ja, ich glaube, das verschieben wir gleich mal auf später. Soon. Trademark. Oh Mann. Ja, gut, wir haben jetzt die Schräge anscheinend wieder gerade gemacht. Da können wir rüber. Ach, und hier können wir... Oh, ach, da hinten ist auch noch eine Kiste. Ja, dann lege ich doch mal, glaube ich, ganz kurz mal unseren Rette-mein-Leben-vor-Skill-Jumps-Ring an. Haben wir jetzt ja auch zwei von. Wie gesagt, 3000 Seelen, wenn wir sterben. Okay, darauf scheiße ich auf Deutsch gesagt dann. Hell yeah. Oh Gott, wir... Nein, ey. Nein, nicht darüber springen müssen. Bitte. Alter. Mimik? Nein. Gut. So, was haben wir da drin? Zweihänder. What the hell? Boah, den gibt's aber hier spät im Spiel.
Gucken wir uns nochmal direkt mal den Zweihänder an. Wo haben wir ihn denn? Alter, ich habe hier so viel Krempel mittlerweile drin. Da, Zweihänder. Alter, dass man das in diesem Menü nie sieht. 175 plus 70. Okay. Also er macht jetzt weniger als mein aufgewertetes und weniger als das Ultra Great Sword. Okay. Hat auch wieder den Überkopfschwinger. Jetzt ist die Frage, ob man damit natürlich die meisten Gegner sofort staggert, weil im ersten Teil sind die halt direkt dann immer umgefallen. Ah, da hätte ich einen Stoßsting. Ja, schlecht ist das nicht. Das Ding hat eine pornöse Reichweite, aber boah, ist natürlich auch super langsam. Wie gesagt, muss ich mal schauen. Wie gesagt, da haben wir auch noch nicht 12 und 22 angewicht, alter Falter. Ja, da bin ich noch nicht sicher. Wie gesagt, erstmal brauche ich da auch ein bisschen mehr noch Equipment-Load, was ich mit mir rumschleppen kann. Sonst bin ich definitiv irgendwann bei einer Mid- oder Fat-Roll. Also im Moment können wir halt nur unser Bastard-Schwert benutzen, weil gerade mal 6 wirkt und das Claymore 8. Und wie gesagt, 12 der 2-Hinner und 22 das Großschwert. Das kriegen wir ja nie hin mit einem dicken Schild und einer dicken Rüstung. Da sind wir ja die wandelnde Tonne. Oh Gott, jetzt hier rüber. Ich bete mal bitte ganz kurz. Ich tue es auch. Nein! Nein, nein! Alter! Oh! Alter, war das knapp. Ich habe mich schon unten gesehen. Ey, das war... Krrk. Ne? Alter Schwede, ey. Diesen Jump mach ich ja bitte auch nicht nochmal. Unglaublich, ey. So, was haben wir hier? Matte Glut. Was ist das denn? Was ist denn bitte eine matte Glut? Wo haben wir hier denn? Bei bei Key-Items. Glut, die ein mattes Licht verströmt. Vielleicht ist das hier der Normalzustand, okay. Ja, eventuell ist das ja das Moped hier, Glut, ne? Amber, was der komische, MacDuff oder MacDuff-Schmied haben will in einer verlorenen Feste-Dingsbums. Da müssen wir dann mal hin und gucken. Eventuell können wir den damit ja... Ja, genau. Hier ist schon wieder so ein Pharaos Lava-Verströmer. Da schiebe ich bitte auch nichts rein. Kommt doch bestimmt auch nur Giftgalle und Lava raus. Genau, alles mit so einem Auffangbecken möchte ich nicht austesten. Gekangen. Ja, wie gesagt, da können wir dann definitiv nochmal zu Schmied MacDuff. Um zu gucken, ob wir den damit freischalten. Dann können wir natürlich den Duftzweig direkt da einsetzen. Haben wir ja das Ziel für die nächste Folge quasi schon geplant. Aber jetzt, glaube ich, springe ich erstmal hier nochmal zurück, oder? Ne, machen wir nächste Folge. Boah, wir haben schon eh überzogen. Wie gesagt, Plan für nächste Folge haben wir. Ich sage bis morgen 16 Uhr und bis dahin.